Hallo allerseits zu einem Let's Play The Darkest Dungeon oder einfach The Darkest Dungeon, wie ihr wollt. Das hier ist ein Early Access Titel, der mir echt ganz viel Freude bereitet hat in den paar Stunden, die ich jetzt gezockt habe. Has come to our Seht family. selbst, ich würde das stimmungsvolle Intro echt nicht wegklicken. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor. Abandoned by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relics and ritual, I bent every effort towards the excavation Der Sprecher ist auch recovery super. of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous clutching shadows of the darkest dungeon. Es ist so herrlich düster. Jo, Darkest Dungeon ist ein Roguelike, in dem man einen Squad, oder jetzt sage ich schon wieder Squad, meine XCOM-Videos scheinen durch. Indem man eine Truppe von vier Abenteurern eben in immer tiefer und immer düstere Dungeons schickt. Wir werden uns das Ganze jetzt hier mal gleich mal anschauen, indem wir unsere kleine Tutorial-Kampagne starten. Den nennen wir der Nachbar-TV. Hier habe ich einen Spielstand, in dem ich schon ein bisschen weiter fortgeschritten bin, aber wir werden uns das Ganze jetzt mal von vorne anschauen. Das Ganze ist eben noch momentan im Early Access. Ach, jetzt gibt es gleich noch ein kleines Video. Aber es ist auch wunderschön, ich mag es auch nicht wegklicken. Viel Spaß! You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Das ist so gut geschrieben. Only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road is a guy. Ah, die Aufnahme ist herrlich. Das Bild ist einfach super. We will find our redemption. Der verrückte Kutscher, der die Tiere da durch den verwunschenen Wald treibt. Tja, leider hat unser Kutscher es nicht geschafft, uns wirklich ganz bis in das kleine Dörflein zu bringen, in dem wir weiterkommen wollen. Und deswegen müssen wir jetzt den Rest zu Fuß zurücklegen. Jo, hier wird jetzt kurz erklärt, wie das Spiel abläuft. Das hier unten ist die Kartenansicht. Wo die Fackel ist, ist der Raum, in dem wir gerade sind. Dazwischen ist ein kleiner Flur, nenne ich es mal, mit vier Teilen. Und dem nächsten Raum, in den man hineingehen kann. Ich kann jetzt hier halt einfach nur auf dem Screen, da ich in dem Raum bin, nur so weit laufen, wie es hier eben links und rechts geht. Wenn ich jetzt zum nächsten Raum möchte, klicke ich einfach hier drauf und finde mich dann eben...
The hamlet is just ahead. Und befinde mich nun eben hier in diesem Hallway oder in diesem Flur, wie es genannt wird. Hier kann man sich dann eben vorwärts bewegen. Und jetzt seht ihr, dass die Fackel eben von einem zum nächsten Event springt. Und auf jedem kann halt irgendwas sein, zum Beispiel Loot oder halt einen Gegner wie in diesem Fall. Jetzt gibt es hier kurz ein kleines Tutorial, wie das eben funktioniert. Und meine Charaktere haben jetzt hier die Reihenfolge gewechselt, weil sie überrascht worden sind von dem. Aber das ist jetzt momentan völlig irrelevant. Wir werden ihn mit unserem Schurken erstmal zum Bluten bringen und dann werden wir ihn mit unserem Crusader stunnen, sodass er nichts gegen uns machen kann oder auch nicht. Wie ihr gesehen habt, hat er den Stun-Effekt gerade widerstanden, aber ich bin seiner Attacke eben auch ausgewichen. Also es wird ordentlich gewürfelt in dem Spiel. Es geht in dem Spiel wie in vielen dieser Taktik-RPGs eben darum, seine Chancen zu verbessern oder eben nicht ganz das Opfer des Zufallsgenerators zu sein, sondern eben mit Strategie und geschickten Entscheidungen den Zufall so weit zu minimieren, dass man eben am Ende oben aufbleibt. Das hier ist jetzt auch wieder typisch für diese Flure, da gibt es dann immer, oder auch für die Räume, da gibt es dann manchmal so interaktive Objekte. Hier ist jetzt ein Zelt von den Banditen. Natürlich gibt es wieder Loot. Also kommen wir in den zweiten Raum und hier gibt es nochmal einen Kampf gegen den Banditenboss. Diesmal haben wir die Initiative bekommen, das ist wieder so ein Zufallsevent gewesen. Verzeihung. Und jetzt kann ich den hier eben, der gestunt ist, erstmal schön bearbeiten. Könnt ihr auch versuchen, den hier hinten erstmal auszuschalten, das ist auch keine schlechte Strategie. Versuchen wir es mal. Ups, da bin ich jetzt gerade verklickt. Die Attacke wollte ich eigentlich gar nicht auswählen. Ja, komme ich nochmal ganz kurz auf das Kampfsystem. Kann ich nochmal eingehen? Ich bin es jetzt schon gewohnt und spiele es schon relativ schnell. Also, man spielt mit einer Viererparty gegen eine andere Viererparty, die halt Position 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 haben. Und die Attacken funktionieren so. Ihr seht diese ich nenne es mal beigen Punkte und die roten Punkte, die jetzt bei dieser Attacke sind, bei den anderen sind das unterschiedliche. Das heißt, er kann von Position 1, 2, 3 aus seiner Party die Position 1 und 2 angreifen. Jetzt wird er jetzt hier auch hier gerade gehighlightet. Wenn ich jetzt eine andere Attacke auswähle, zum Beispiel die hier, die kann beide gleichzeitig treffen. Deswegen ist hier jetzt noch so ein Plus dazwischen. Das ist eigentlich nur das grundsätzliche Prinzip von wer kann wen angreifen und wie positioniert man seine Tanks und seine Heiler und seine Supports eben in der Reihenfolge, die Sinn macht. Gegner können eben auch die Reihenfolge durcheinander wirbeln, das kann man auch mit ein paar Attacken. So, das nochmal kurz so vorweg. Jetzt werde ich mal versuchen, den hinten auszuschalten, aber leider hat der Schaden nicht ganz gereicht. Jetzt kann er eben dasselbe machen. Feuert mit der gleichen Attacke zurück. Ich dachte eigentlich, damit kann ich zwei treffen. Wüsste ich eigentlich auch. Irgendwie ist das buggy gerade. Ihr seht, dass die beiden Pünktchen hier, die roten, verbunden sind. Das ist eigentlich wie bei der Attacke von seiner Pistole, dass er dann durchschießen kann. Ich bin es auch gewohnt, dass ich damit immer die vordersten beiden erwischen kann. Naja, jetzt dann wir mal den großen. Hoffentlich. Ja, schon wieder resisted. Jetzt kommt er hier mit seiner blöden Attacke, die mich zum Bluten bringt. So, machen wir es nochmal. Leider hat er hinten gedodged und dem Schaden ausgewichen. Jetzt kriegen die ganz schön viele Attacken auf mich drauf. Die Attacke hat jetzt eben meinen Crusader nach hinten geschoben. Das war nur so ein sekundärer Effekt davon. Ja, zum Glück habe ich jetzt auch mal ein bisschen RNG-Luck. Und ich denke, ich werde jetzt mal lieber ein bisschen Schaden machen, als hier ständig immer nur auf den Stun zu hoffen, der dann doch nicht kommt. Und du kannst ihn nochmal zum Bluten bringen, ist er wahrscheinlich in der nächsten Runde tot, wenn er drankommt. Ja, Schaden hat nicht gereicht. Den Bluteneffekt auch schon wieder abgeworfen, die Sau. Man könnte jetzt auch hier die Position wieder wechseln, aber das bedeutet auch, dass man den Zug dann aufgibt. Deswegen greife ich lieber an. Die Reihenfolge, in der die Charaktere drankommen, hat mit dem Speed-Attribut hier unten zu sehen. Ich bin mir aber nicht so. Also, es gibt da noch ein paar Ungenauigkeiten, die ich nicht ganz verstanden habe. So, das war also der Banditenkampf. Es gibt ein paar Edelsteine, die man für Gold verscherbeln kann, und ein paar Quests, zu denen komme ich später. Das sind so Family Heirlooms. Wir haben die Quest vervollständigt und können jetzt hier rausgehen, aber vorher looten wir natürlich noch die Kiste.
Tja, das hätten wir nicht tun sollen, aber wir haben der Giftfalle widerstanden. Das hat man hier in der grünen Schrift gesehen und somit ist unsere erste Tutorial-Mission fertig. Gibt's immer noch so einen kleinen Reward-Screen am Ende des Dungeons. So, Quest-Rewards und was man eben gefunden hat. Was auch ganz interessant ist, ist, dass dann die Helden am Ende eines Dungeons häufig Spezialeigenschaften kriegen. Mein Tank-Crusader hat jetzt hier gerade eine sehr nützliche Eigenschaft bekommen. Es können auch durchaus negative Eigenschaften sein. Die Chance ist, glaube ich, 50-50 bei diesen Events. Kann man auch noch durch andere Events innerhalb des Dungeons bekommen, diese Eigenschaften. Sogenannte Quirks. Und er hat jetzt eben ein bisschen mehr Tankiness bekommen und er hat für ein spezielles Dungeon Stressresistenz bekommen. Zu Stress komme ich dann auch nochmal gleich, wenn wir im richtigen Dungeon sind. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now. And you are bound to them. Jo, hier sind wir in der Stadt angekommen. Als erstes, wenn man aus dem Dungeon zurückkommt, gibt es immer eine kleine Übersicht. Das Activity Log und das Quest Log kann man sich hier anschauen. Also wir haben jetzt eben, wir sind jetzt erfolgreich zum Hamlet gekommen mit unseren beiden Starthelden. Die beiden sind eben Level 1 geworden. Also man startet mit Level 0 Helden und wir haben die Ruinen unlocked, den ersten richtigen Dungeon. Das ist erstmal alles, was es hier momentan zu sehen gibt. Die Quests interessieren uns momentan noch nicht so richtig. Unsere Helden geben hier manchmal ein bisschen was von sich. Hier werden wir nochmal auf das Hilfe-Overlay hingewiesen. Das kann man durch das Gedrückthalten der H-Taste immer jederzeit aufrufen, um sich halt nochmal auf verschiedenen Screens eine Hilfestellung zu den verschiedenen Funktionen liefern zu lassen. So, jetzt gibt es hier einen Haufen verschiedener Gebäude. Die meisten sind am Anfang noch unlocked. Die beiden, die wir gerade unlocked haben, sind hier mit einem Ausrufezeichen versehen. Wir haben zum Glück noch niemanden auf dem Graveyard. Der Sprecher ist einfach großartig. Also dem Texter und dem Sprecher muss man echt mal einen Orden verleihen. Das gefällt mir sehr gut, was die verbrochen haben. Men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. So, das Wichtigste an dem Spiel ist erstmal sich eine vernünftige Party zusammenzustellen. Hier sehen wir jetzt gerade in dem Stagecoach reisen eben verschiedene Helden an. Wir haben jetzt hier einen Plague Doctor und einen Seeker Vestal. Und somit haben wir jetzt eine vernünftige Viererparty für den ersten richtigen Dungeon zusammen. Es wird auch empfohlen in dem Tutorial-Text, dass man den Stagecoach früh ausbaut. Man braucht definitiv mehr als 4 Helden. Wenn die Helden in einem richtigen Dungeon sind und sie extrem gestresst, dann muss man sie in der Stadt ausruhen lassen bei verschiedenen Aktivitäten, um den Stress wieder abzubauen. Das heißt, sie können dann nicht in den nächsten Run mit rein. Also man braucht minimal 8 Helden, würde ich sagen. Und besser ist es, relativ schnell auf so 12 ungefähr zu kommen, um in dem Spiel voranzuschreiten. Um auf diese Zahl von Helden zu kommen und um auch ein bisschen mehr Auswahl dabei zu haben, was man rekrutiert, damit man nicht zu viele doppelt hat und vernünftige Partys zusammenstellen kann, ist es wichtig, dieses Upgrade hier durchzuführen, den Stagecoach Network. Der bedeutet eben, dass man mehr Helden zur Auswahl kriegt. Außerdem kann man in diesem Gebäude eben noch die Baracke erhöhen. Das seht ihr jetzt nicht, das ist hier direkt hinter meinem Video, also wo mein Mauscursor hier gerade über dem Helden ist. Oben drüber steht hier gerade 4 von 9. Das ist eben meine Kapazität für die Helden momentan. Also zuerst einmal reichen uns 9. Und wir werden jetzt hier das Network upgraden, damit wir nach dem Besuch des nächsten Dungeons mehr anheuern können. Und wir werden es gleich nochmal upgraden. Darüber kann man sich vielleicht streiten, aber ich bin jetzt auch noch kein Spezialist in den verschiedenen Strategien mit meinen 6 Stunden oder was, die ich bisher in das Spiel investiert habe. Soweit, so gut. So, mehr gibt es momentan nicht zu tun. Die restlichen Gebäude sind alle noch unlocked. Das wird dann halt einfach so häppchenweise geliefert. Was gibt es hier noch? Das ist eben genau dieser Screen mit dem Activity Log und den Quests. Dann haben wir noch einen Trinket Inventory. Den Loot, den man dann mit aus dem Dungeon schleppt, der landet dann hier, wenn man ihn nicht direkt ausrüstet. Und wir haben halt das Menü. Hier unten sehen wir unsere Ressourcen, Gold, die verschiedenen Heirlooms. Das ja, kann ich vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, also ihr habt es ja hier gerade gesehen. Um die Gebäude abzugraden, brauche ich Schriftrollen und Schilde. Schilde habe ich noch 14, Schriftrollen habe ich jetzt keine mehr, von denen habe ich auch noch 10. Und die verschiedenen Gebäude brauchen eben verschiedene von den Heirlooms, um abgegradet zu werden. Und die verschiedenen Dungeons haben auch verschiedene Schwerpunkte, was den Loot angeht, dieser verschiedenen Objekte. So, genug davon. Schauen wir uns mal das erste richtige Dungeon an.
Wobei ich wahrscheinlich jetzt lieber mal kurz den Cut mache, bevor wir uns das anschauen. Jo, mache ich. Also ich sage danke fürs Zuschauen, das war ein kleiner erster Eindruck von The Darkest Dungeon, einem sehr vielversprechenden Roguelike mit eurem Nachbarn. Schaut doch bitte auch in die nächste Episode rein. Ich würde mich auch gerne über Likes und Subscriber freuen. Bis bald!